Hallo Freunde und willkommen zu einem meiner neuen LPs, Flower. Es ist ein Spiel, was gar nicht so zu mir passt eigentlich. Aber ich habe gedacht, nach so vielen krassen Projekten, Splatterhouse, Bad Company, wo die Action nur so explodiert, die Action explodiert, seit neuestem, kommt jetzt mal ein ruhiges Spiel, was ich euch gerne mal vorstellen würde vor allem. Also nein, es ist kein Let's Show, es ist schon ein richtiges LP. Nur das Spiel ist recht kurz gehalten und das Spiel, ich finde es total faszinierend. Ja, ihr denkt jetzt wieder, was ist mit dem schon wieder los? Welches Gras hat der geraucht, um jetzt wieder irgendwas über Blumen zu machen, ja? Aber ist es wirklich so? Ich habe das auch wirklich erlebt, dass viele Leute auch von mir, also Freunde, persönliche Freunde, die wirklich die krassesten Ego-Shooter-Zocker sind und wirklich, ich zeige denen das Game und die gucken da, boah, ist ja mega geil, ey, geh mal zu der Blume, ich will mal gucken, wie die so blüht und so. Und wirklich die total dann, wo du echt denkst, ey, das geht mit denen ab. Aber es ist wirklich so, das Spiel hat einfach eine ganz besondere Art, das muss ich wirklich sagen. So, ich bin jetzt auch extra offline gegangen, damit nicht alles oben was aufploppt. Und ich hoffe, ich glaube, das Gelbe ist das erste Level. Die sind nämlich ganz komisch geordnet. Und dieses Spiel ist einfach, ja, um es jetzt mal richtig zu beschreiben, es ist einfach wunderschön. Es ist halt wirklich so und es werden viele von euch wahrscheinlich wieder denken, ey, was ist hier mit dem ab, ey? Ich dachte, das ist ein knallharter Hund. nein, Freunde, auch an mir gibt es eine ganz sensible Seite und die werdet ihr jetzt durch dieses LP auch mal kennenlernen. Tja, ihr wollt nicht, ja, dann Pech. Ja, das Spiel ist wirklich schön, es ist richtig gut gemacht, die Grafik ist, oh, so geil und es ist einfach himmlisch. Himmlisch, himmlisch, himmlisch. Was man jetzt halt nicht sieht, ist wie die Blumen, die sind am Anfang halt noch so ganz eingeknickt und je nach Level, wenn man es beendet, blühen die halt so auf. So, das ist das Spiel. Man startet mit einer Blume, man kann beliebige Taste drücken. Verdammt, wo ist die beliebige Taste? Ich mache es eigentlich immer mit Viereck. Sozusagen, ja, gibt man hier kein Gas, da könnte man sagen, gibt man Wind. Und man ist jetzt hier dieses eine Blütenblatt. Und da sieht man schon so direkt irgendwie, oh, das ist schon richtig schön gemacht. Und man steuert das nicht mit dem Stick, sondern mit dem Motion Controller, wollte ich schon sagen. Aber da würde man jetzt denken, PlayStation Move. Nein, sondern mit dem Six Axis halt. Das kann man auch, glaube ich, gar nicht anders spielen, oder? Geht das so? Nee, geht gar nicht. Es gibt ja auch viele Geheimgänge, so geheime Boni, sage ich mal. Die werde ich nicht alle machen. Und ja, egal, zurück zum Spiel. Wir müssen jetzt hier Blumen sammeln. Und durch jede Blume, die wir sammeln, kriegen wir ein Blütenblatt mehr. Ihr seht das ja. Und zum Beispiel hier sind jetzt nicht so Hauptblumen, aber wenn man die zum Beispiel alle sammelt, dann passiert irgendwie was ganz Cooles. Dann blüht das richtig schön und so weiter. Und das, oh, es ist, ich bin schon wieder wirklich gefesselt. Das ist ein Spiel, wo man einfach gar nicht so viel reden kann. Also braucht ihr euch auch nicht zu wundern. Merkt ihr schon, was ich für eine ruhige Stimme irgendwie habe? Ist das nicht wunderschön? Was soll ich gerade sagen? Ich weiß gar nicht. Ich bin echt schon wieder drin. Das ist ein Spiel, wo man echt einfach nur sich anguckt und einfach nur denkt, wow, wirklich schön. Und die Blumen, wenn ich sie einsammle, ich werde gleich mal ein bisschen weniger auch reden, damit man das auch hört, sie geben immer einen Ton von sich. Also man hört wirklich diese ruhige Musik im Hintergrund. Ich weiß jetzt nicht, ob man das hört, das hört man wie so, wenn du eine Saite von der Gitarre zupfst. So hört sich das an. Richtig schön gemacht. Und wir müssen das Land einfach zum Erblühen bringen, sage ich mal. Und das hier finde ich einfach, oh, ich finde das richtig geil. Ich finde das richtig geil, wirklich, Leute. Mir ist egal, was ihr jetzt von mir denkt. Ich stehe dazu. Und ich glaube auch viele, die das Spiel nicht kennen, werden auch eventuell begeistert sein. Und das erinnert mich irgendwie immer so an Domino Day. Kennt ihr das noch von damals? Ich finde, das ist richtig schön gemacht, das Spiel.
Und da haben sich die Entwickler auch, sag ich mal so, sich wirklich was getraut. Weil keiner hätte bestimmt irgendwie gedacht, ach, so ein Dreckspiel, ey, pff, wer spielt denn sowas? Und dann zocken es aber wirklich auch die richtigen Hardcore-Zocker, so wie ich. Ja, ich bin manchmal auch wirklich dann extra still, um einfach das Feeling, ja, dass ihr das einfach mal auch besser einfangen könnt. Ja, wir haben schon jetzt einen recht langen Schweif. Okay, so lange ist er doch noch nicht. Also wir sehen das, ja, wir sehen es noch nicht. So, jetzt sammeln wir erst wieder die gelben ein. Dann seht ihr, blühen hier schon rote. Wenn wir hier die gelben machen, dann kommen hier auf der Seite auch wieder neue rote. Und die werden wir jetzt einfach mal alle einsammeln. Mann, das Spiel, das ist einfach wirklich so schön gemacht. Auch wenn ich jetzt nicht alpin würde, ich wäre jetzt wirklich still wie sonst was. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt nicht so das Feeling kaputt macht für euch. Aber ein bisschen was reden muss ich ja auch. Und normalerweise würde ich jetzt halt auch ganz still wirklich hier sitzen. Und man wird wirklich, man sieht das alles so. Und man wird von der Schönheit, so wirklich von dem Spiel, wirklich so geblendet, sage ich mal. Es zieht einen wirklich in den Bann rein. Und man wird wirklich irgendwie so richtig nachdenklich. Vor allem, das Level verrate ich jetzt natürlich noch nicht, aber einem Level, ey, da war ich wirklich, habe ich gedacht, wow. Also das hat mich schon sehr mitgenommen irgendwie, das fand ich richtig schön. Und ich finde den Effekt so geil gemacht, vor allem, wenn man einfach so ganz schnell durch das Gras so weht, wie sich das so zur Seite biegt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so erkennen kann. Ich mach's einfach mal. Mal diesen Windhauch. Seht ihr das, ey? Boah, das ist richtig schönes Spiel. Ach, da. Ja, ich weiß auch nicht. So, jetzt haben wir hier alles im Umkreis gemacht. Und jetzt sind hier bei den Steinen neue Pflanzen gekommen. Wir machen wieder die gelben. Zuerst. Wow. Und jetzt kommt der geilste Teil überhaupt. Nein, ich sage nicht geil, ich sage, es kommt der schönste Teil in diesem Level. Und ich finde es auch einen der schönsten Teile im ganzen Spiel, ganz ehrlich. Hier das erste Level. Es ist schon richtig schön gemacht. Und ich bin jetzt einfach mal leise. Und ihr lauscht der Musik. Oh, da kann man gerade sehen, wie lang wir jetzt schon sind. Falls man das erkennt. Moment, ich fliege einfach mal kurz, dass man das sieht. So, wenden wir jetzt mal. Wow, seht ihr das? So, und hier ist das Level schon zu Ende. Also fliegen wir hier mal rein und sehen, was passiert. Wow. Also das ist wirklich so ein cooler Effekt, finde ich. Und so das einzelne Gras, auch wie das so... Boah, das ist Wahnsinn gemacht einfach. Gerade in HD sieht das wirklich umwerfend aus. Und jetzt hier, wenn Level zu Ende ist, dann sieht man halt immer noch so ein paar so Ausschnitte von der Map. Und das ist richtig schön gemacht, das Spiel. Also... Ich weiß nicht, was ich jetzt noch in den nächsten Parts sagen werde. Wahrscheinlich genau dasselbe. Es gibt nur 6 Level. Aber das ist einfach... Scheiß drauf, dass es so wenig Level sind. Das ist einfach trotzdem der Wahnsinn.
Oh, geil. Schön, meine ich. Genau. Das Credits-Level zum Schluss, das ist auch richtig cool. Es gibt auch, das sieht man hier. Seht ihr das unten im Topf? Ah, nee, das sieht man jetzt nicht. Doch, da links in der Ecke bei der roten, dass da noch so grüne Blätter sind. Das sind so geheime Blätter, die man freischaltet in den Levels drinne. Die sind halt so versteckt, die werde ich auch nicht alle einsammeln. Naja, also so viel dazu. Aber ich habe auf jeden Fall alle. Mir fehlt auch nur eine einzige Trophy, nur die kriege ich nicht hin, ey. Das ist sau schwer. Obwohl, jemand hat mir einen Tipp gegeben. Muss ich mal ausprobieren dann. Okay, ich bedanke mich schon mal bei euch, dass ihr den ersten Part gesehen habt. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Laune auf das Spiel gemacht und dass ihr auch die nächsten Parts von mir weiterguckt. Von dem Spiel. Ich werde es auf jeden Fall durchzocken. Und ich glaube, ich mache das jetzt die ganze Nacht lang. Und ich werde auch an einem Tag immer ein Part so hochladen. Genau, so werde ich das tun. Freunde, gut. Wir sehen uns im nächsten Part, bei der nächsten Blume. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und bis dann, Leute. Tschüssen.